regionale Rezepte. Lecker. Eine extra Portion Zeitdruck. Ich habe mir extra einen Timer gestellt. Und jede Menge Spaß am Kochen. Das sind die Zutaten für ein ganz besonderes Experiment. Wir wollen wissen, wer schlägt sich in der regionalen Küche am besten? Stampfen, was das Zeug hält. Drei kochbegeisterte Menschen treten gegeneinander an. Es wird turbulent. Oh, Entschuldigung. Lustig, lecker und spannend. Ich bin völlig fertig. Aber wer holt sich am Ende den Sieg? Hierbei Helden am Herd. Diese leckeren Zutaten aus der Region sind heute die Hauptdarsteller für den nächsten Gang, wobei natürlich auch diese drei hier eine entscheidende Rolle spielen werden. Foodfotografin Frances, Koch-Azubi Adriano und Modejournalistin Luisa. Als Vorspeise mussten die drei gestern spontan einen Buchweizenpfannkuchen zaubern. Luisa geriet in Zeitnot, sicherte sich aber mit ihrer kreativen Interpretation immerhin 6 Punkte. Frances behielt die Ruhe. Alles wird gut. Ganz entspannt. Und landete mit diesem 7-Punkte-Teller auf Platz 2, während Adriano sich mit dieser Präzisionsarbeit 8 Punkte plus Tagessieg holte. Und heute? Ja, natürlich ist mein Ehrgeiz geweckt. Also ich glaube, einen schlechteren Einstieg als ich gestern konnte man nicht haben. Aber das war alles so geplant. Ich wollte einfach ein bisschen überraschen und heute nochmal ein bisschen auftrumpfen können. Ne? Nein, natürlich ist der auf jeden Fall ist der geweckt, der Ehrgeiz. Macht dir das Angst, Adriano? Also Angst würde ich jetzt nicht sagen. Ich möchte einfach nur Spaß haben und auch mit dem Gericht. Ich bin gespannt, was meine Konkurrenz hier gleich zaubern wird. Mhm. Und mal gucken, wie das dann endet. Ich gehe mit einem guten Gefühl ins Rennen, weil erste Runde war gut und zweite Runde kann nur besser werden. Von daher, es wird lecker und ich freue mich drauf. Also alle bereit für Runde 2, Zeit für den Hauptgang. Diesmal darf sich unser Trio am Herd selbst aussuchen, welche regionalen Gerichte sie kochen. Für den Hauptgang koche ich heute Steckrüben-Kartoffelstampf mit Grünkohl in Sahnesoße und dazu gibt es karamellisierte Äpfel. Die Äpfel kommen aus dem alten Land und der Honig, mit dem karamellisiert wird, der kommt aus der Heide. Also ich koche heute ein Saiblingsfilet, der gefüllt mit getrockneten Tomaten ist und habe noch Grünkohl dazu. Und ich werde auch noch Dauphin-Kartoffeln dazu machen. Ich koche heute, tatsächlich mache ich ein Rote-Bete-Risotto und dazu mache ich Garnelen von den Neuen Meeren. Also hier aus Gronau an der Leine gezüchteten Garnelen, regional insofern. Und ja, toi toi toi. Ich hoffe, dass es schmeckt und dass es schön aussieht. Die Zutaten dürfen nicht mehr als 20 Euro kosten. Und ein Zeitlimit gibt es natürlich auch wieder, diesmal 45 Minuten. 45 Minuten schaffen wir locker. Na klar. Bestimmt. Wie zu Hause eben auch. Klar. Also hoffe ich. Bewertet werden die drei in dieser Runde von einem, der sich mit regionaler Küche bestens auskennt. Ich bin der Horst Zehentner. Ich koche seit genau 40 Jahren. Horst Zehentner gibt hier in der Friends-Kochschule am Pferdeturm Kochkurse und ist außerdem Küchenchef im Restaurant El Fritze in Großburg-Wedel. Toi, toi, toi. 45 Minuten ist natürlich auch eine sportliche Herausforderung. Ist schon ein bisschen was zu tun, ne? Schneidet euch nicht und viel Spaß. Los geht's. Okay. Die drei machen sich ans Werk. Was steht bei dir als erstes so an, Frances? Ich mache jetzt als erstes Steckrübe und Kartoffeln schälen und schneiden, weil die müssen ja gleich kochen, bis die weich werden, damit ich den Stampf daraus machen kann. Und was treibt dich so um, Luisa? Ich mache ja ein Rote-Bete-Risotto. Insofern mache ich jetzt erstmal meine Brühe warm. Dadurch, dass wir auch nur ein gewisses Budget hatten, ja, mache ich jetzt die rote Beete, püriere ich mir selber noch für den Fond, dass ich das schon mal erhitzen kann. Ja, und dann fange ich ganz entspannt mit dem Risotto an und hoffe, dass ich nicht zu entspannt heute bin. Also mal gucken. Luisas größter Gegner ist also die Uhr. Naja, und Adriano ist natürlich auch noch da. Meine größte Herausforderung sind tatsächlich die Kartoffeln, dass die dann auf dem Punkt natürlich dann weich sind und ich die dann später dann frittieren kann. Ob das klappt, sehen wir später. Erstmal zurück zu Luisa, die heute eine kleine Premiere feiert. Nein, das ist richtig. Ich habe dieses Gericht so noch nie gekocht. Ich probiere das jetzt mal. Ich habe gehört, die anderen haben das schon mal so ein bisschen alles gemacht, aber ja, irgendwann ist immer das erste Mal, ne? Dann halt heute hier im Fernsehen. Aber Profikoch Horst ist ja auch noch da und hat auch gleich mal ein paar wertvolle Tipps am Start. Mit der Schere kann man hinten einfach den einmal aufschneiden und dann kann man den Darm rausziehen, weil ansonsten hat man ja den Darm hinten drin. Und das ist ja nicht so gut beim Braten, ne?
Also wie gesagt, und hier seht ihr, da ist der Darm. Und jetzt kann man den einfach rausziehen. Ja. Praktische Tipps für die Zubereitung der regionalen Garnelen. Luisa setzt auf hochwertige Zutaten. Adriano setzt auf Grünkohl aus dem Glas. Tatsache ist es Grünkohl aus dem Glas. Ich habe mir überlegt, ich möchte ein bisschen mehr Geschmack. Es ist eingelegt, es gibt ein bisschen mehr Aroma. Und das ist genau das, was ich brauche für meinen Fisch. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich nehme jetzt den. Und es spart mir natürlich auch Zeit. Und für die Leute, die vielleicht von zu Hause gucken, wenn die was Einfaches kochen möchten und nicht so viel Aufwand haben möchten, ist das die beste Entscheidung. Ob das wirklich eine gute Entscheidung war, werden wir noch sehen. Erstmal rüber zu Francis und der Frage. Hast du abgeschmeckt? Was? Das Wasser? Ach so, ich habe noch kein Salz dran gemacht. Mach ich jetzt. Danke für die Erinnerung. Das hätte ich fast vergessen, aber ich wollte es erst dran machen, wenn es schon kocht, weil ich habe mal gehört, es dauert länger, Salzwasser zum Kochen zu bringen, als nicht Salzwasser. Kommt immer drauf an. Bei Linsen zum Beispiel oder bei Erbsen? Nee, da soll man keinen. Ja, das stimmt. Dann soll man es ganz zum Schluss ran machen. Ein Tipp vom Küchenchef könnte auch Adriano jetzt gut gebrauchen, denn er wäscht den Saibling und filetiert ihn direkt. Nicht die optimale Reihenfolge. Beim Fisch ist es ja immer ganz gut, wenn man den vorher schuppt. Dann okay. hast du mehr Fläche. Ja. Und von außen dann kannst du ihn auch besser handeln. Ja. Weil jetzt hast du das kleine Filet und dann ist es immer ein bisschen schwieriger, den dann zu schuppen. Mhm. Und wie schaut's bei Luisa? Die ist hochkonzentriert. Mein Problem ist beim Kochen, dass ich manchmal sehr abgelenkt werde zwischendurch von meinem Handy oder meinen Kindern oder meinem Hund. Und beim Risotto ist ja wirklich, man muss einfach dabei bleiben, weil wenn es einmal angebrannt ist, dann habe ich schlechte Karten, weil dann kann ich nicht nochmal anfangen wie gestern. Ach, aber das wird schon. Wie viel Zeit haben wir denn noch? Noch 24 Minuten. Und wie gesagt, es ist noch nicht angebrannt, also bin ich noch im Rennen, glaube ich. Ne? Und die Garnelen, guck mal, sehen noch gut aus. Also, ich habe Hoffnung. Zu Recht, aber Vorsicht, die Konkurrenz schläft nicht. Ich schäle jetzt schon mal den Apfel für meinen karamellisierten Apfel. Dann habe ich das schon mal fertig, weil ich habe gerade Zeit, die Kartoffeln, die Steckrüben kochen. Die Butter ist noch nicht ganz geschmolzen und ich mache schon mal, was ich schaffe. Du bist ganz gelassen, oder? Naja, ich bin so in meinem Element, aber es läuft. Besser als erwartet. Das denkt sich auch Luisa. Sie ist hochzufrieden mit ihren Garnelen aus Gronau. Die haben nämlich dort eine riesen Anlage jetzt, in der sie diese Garnelen züchten und wo auch 98% des Wassers wieder gefiltert wird in den Becken. Und da kannst du die Garnelen bestellen und es werden auch nur die gefischt, die du halt bestellst. Die du entweder du bestellst die online, werden die am nächsten Tag oder innerhalb der nächsten Tage geliefert. Du kannst sie tatsächlich dann auch frisch verbrauchen oder du holst sie direkt vor Ort. Und das finde ich natürlich ganz cool, weil es echt nachhaltig ist. Zurück zu Francis. Die kümmert sich gerade um ihren Grünkohl. So sieht er übrigens aus, wenn er nicht aus dem Glas kommt. Dem geht's gut, den Grünkohl. Der wird jetzt nur so ein bisschen angebraten sozusagen, dann kommt noch ein bisschen Sahne dazu und dann wird er noch schön knackig serviert. Noch 16 Minuten. Ja, das wird knapp. Aber ich bin guter Dinge. Was hast du denn noch auf dem Zettel? Also den Grünkohl, den muss ich noch warm machen. Dann kommt das Fisch und die Kartoffeln. Und das am besten gleich alles auf einmal. Jetzt bloß nicht in Panik verfallen, Adriano. Nimm dir ein Beispiel an Luisa. Ja, ganz entspannt. Heute ist ein super Tag für mich. Nein, also im Moment, der Risotto muss noch so ein bisschen weicher. Weicher werden, das ist gerade auch die Devise für Francis Kartoffeln und Steckrüben. Stampfen, was das Zeug hält, damit Stampf zu Stampf wird. Noch 6 Minuten 50. Ja. Die Zeit ist gegen mich, aber ich glaube, ich schaffe das alles. Und Luisa, die rollt gerade eine Zitrone. Warum eigentlich? Ich mache das immer aus Gewohnheit. Also eine Freundin, die ist Barkeeperin und die hat es immer gesagt, dass ich einfach die Aromastoffe besser dann entfalten. Aber eigentlich ist das nur für die Schale. Nee. Warum ist das für drin so? Das ist einfach da drin, weil sich die ganzen, guck mal, jetzt ist sie ganz weich. Ja. Das heißt, du hast die ganzen Zellen hast du aufgebrochen. Okay. Ja, und deswegen hast du viel mehr Saft, wenn du die jetzt ausquetscht. Und deswegen macht man das. Habe ich doch gewusst. Noch 5 Minuten 50. 55 schaffe ich. Oh, siehst du, da habe ich einmal hier mit dir geschäkert. Guck mal, mir fast der Risotto angehangen. Ich komme gleich zur finalen Phase. Ich werde jetzt gleich den Fisch noch mal fertig machen. Und dann bin ich soweit eigentlich fertig. Ich habe mir extra einen Timer gestellt. Ganz im Gegensatz zu Luisa. Wie viel Zeit haben wir jetzt noch? Noch 2 Minuten 10. Ja, wird jetzt doch ganz schön eng, ne? Aber geschmacklich scheint alles zu passen, oder? Lecker.
So muss es sein. Also höchste Zeit fürs Anrichten. Dafür bleiben noch genau 30 Sekunden. Oh Gott. Ich bin, glaube ich, du bist genauso rot wie ich, ne? Okay, wow. Auf den letzten Metern noch so einen Teller hinzuzaubern? Nicht schlecht, Frances. Ich bin völlig fertig. Was in 15 Sekunden alles noch so möglich ist, noch schnell mal anrichten und es sieht trotzdem relativ appetitlich aus. Also ich bin zufrieden, aber ich bin auch also fix und fertig jetzt. Ja, also es war wirklich eine Herausforderung, in 45 Minuten das abzuliefern. Das ist schon, ne, bisschen Luft schnappen, war gut. Ich hätte mir gewünscht, dass das Risotto halt ein bisschen von der Konsistenz sich so ein bisschen mehr aufrecht gehalten hätte. Jetzt sieht es ein bisschen mehr aus wie Lapskaus in der Mitte, aber ist okay, ja. Die drei haben alles gegeben, aber was sagt jetzt der Profi? Muss ich schon sagen, also ich bin echt total, wirklich total begeistert, was ihr in 45 Minuten hier gemacht habt. Und das muss man auch erstmal irgendwie so selber im Restaurant auch hinkriegen. Los geht's mit Luisas Garnelen. Schöne Knoblauchnuance, gute Zitrone, sehr gut gebraten, sehr gute rote Beete. Also wirklich total gut eingekocht. Und wie kommt Adrianos Teller so an? Das schmeckt nach Grünkohl, aber ich bin eher Fan von so frischen Grünkohl. Schmeckt aber trotzdem. Hast du noch ein bisschen was reingemacht? So eine Forelle ist schon was Feines, ne? Ja, lecker. Trüffelkartoffeln, die sind ein bisschen lasch, aber wirklich handwerklich komplett richtig. Und jetzt wird es für Frances ernst. Wirklich ein richtig tolles, einfaches Gericht, aber auf den Punkt gebracht. Muss ich echt sagen, also wirklich total super. Würde ich mir sofort bestellen im Restaurant. Danke. Ein tolles Lob. Zeit, das in Punkte umzurechnen. Bis zu 10 darf Horst pro Teller verteilen. Für diesen leckeren Teller gibt es 8 Punkte. Und jetzt haben wir hier diesen nächsten Teller. Da gebe ich dann auch nur 8 Punkte. Weil ich so, wie gesagt, habe ich ja vorhin erklärt, ein bisschen mit Grünkohl, da bin ich so ein bisschen affin. Und das ist schon schön, wenn es quasi so ist wie hier. Ne? So ein bisschen grüner und frischer. Und deswegen kriegt dieser Teller 9 Punkte. 8 Punkte ist total zufriedenstellend. Ich fand das Feedback ganz gut. Klar, mit dem Grünkohl kann man natürlich auch das Frische nehmen. Ich freue mich tatsächlich total, dass ich 8 Punkte bekommen habe. Also ich habe ja auch gesagt, ich strenge mich wirklich an. Und ich finde auch, dass mein Gericht leckerer ist, als es aussieht. Ja, und deswegen, ihr müsst es auch alle gleich noch probieren. Ich weiß gar nicht, ich bin noch ein bisschen sprachlos. Hätte ich niemals mit gerechnet, dass ich für so ein einfaches Gericht eigentlich so, so gut bewertet werde. Weil ich dachte, ich habe vielleicht einen Nachteil, weil ich halt die Fleischkomponente nicht dabei habe. Bei mir ist es halt nur Gemüse und Gemüse mit ein bisschen Obst, aber hat anscheinend überzeugt. Ich bin total happy. Also, hätte ich nie erwartet. Völlig erwartbar ist hingegen das, was jetzt kommt, nämlich ein Blick auf den Gesamtpunktestand. Luisa bleibt mit insgesamt 14 Punkten auf Platz 3. Frances hingegen hat aufgeholt und liegt mit insgesamt 16 Zählern auf Platz 1. Den teilt sie sich mit Adriano, der ebenfalls auf 16 Punkte kommt. Motivation ist durch die Decke gegangen jetzt. Hoffentlich gewinne ich. Ich bin einfach gespannt, wie da was als Aufgabe kommt. Das wird bestimmt richtig gut. Und so geht es weiter. Beim Dessert ist Freestyle angesagt und der Zeitdruck wird nicht weniger. Weiß irgendjemand, was er machen soll? Der Endspurt verlangt unserem Kochtrio nochmal alles ab. Das kriege ich schon hin. Das wird. Wer holt sich den Sieg? Die Antwort gibt's im großen Finale von Helden am Herd. Hier bei RTL Nord. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gibt's noch mehr Nachrichten aus eurer Region montags bis freitags um 18 Uhr in unserem TV-Regionalmagazin RTL Nord. Und wenn ihr wissen wollt, was in Niedersachsen und Bremen so alles los ist, dann schaltet auf jeden Fall ein oder schaut euch hier auf unserem YouTube-Kanal um und lasst vor allem auch ein Abo da.